Fische fälschen. Das mag komisch klingen, aber wenn man mal eine Sekunde drüber nachdenkt, einfach ist es nicht, bei diesen gekauften Filets zu unterscheiden, was welcher ist. Okay, bei diesem Lachs sieht man es an der Farbe, aber das hier, Seezunge, keine Ahnung. Da ist aber ein Unterschied im Geschmack und vor allem im Preis. Wer hier manipuliert, kann richtig viel Geld verdienen. Einsatz auf offener See. Kontrolleure der EU-Kommission nehmen eine Fangflotte ins Visier. Neuerdings prüfen sie nicht nur die richtige Netzgröße, sondern auch, ob die Fische auf dem Boot korrekt sortiert und deklariert werden. Denn immer öfter landet der falsche Fisch auf dem europäischen Tisch. Einen Millionenschaden sollen illegale Machenschaften inzwischen anrichten. Vor allem bei Ware, die als teurer Fisch deklariert wird, lohnt es sich, dem Kunden billigeren Ersatz unterzujubeln. EU-Kommissarin Maria Damanaki bläst jetzt zum Angriff gegen die europaweite Fischfälschung im großen Stil. Ein kürzlich erstelltes Gutachten sagt, dass bei 7 bis 28% aller Fische falsch etikettiert wird. Das haben wir durch DNA-Tests herausgefunden, auch in Deutschland. Wir wissen nicht genau, wie schlimm es in Deutschland ist, aber die falsche Etikettierung von Fisch ist ein Verbrechen und muss verfolgt werden. It is a crime which has to be prosecuted. Dass schon auf hoher See Fische vertauscht werden, das ist das eine. Wir wollen wissen, wie die Kette weitergeht und haben uns den Experten Sören Engelmann an die Seite geholt. Er betreibt selbst ein renommiertes Fischrestaurant. Mit ihm machen wir uns in Sachsen auf die Suche nach dem falschen Fisch. Besonders beliebt, weil schmackhaft und edel, ist die Seezunge. Dafür greift der Kunde auch gerne mal tiefer in die Tasche. Seezunge ist ein Luxusprodukt, selbstverständlich. Also hier in Europa eines der teuersten Speisefische. Mit versteckter Kamera machen wir unseren ersten Versuch. Sören Engelmann bestellt Seezunge, aber schon nach wenigen Bissen scheint die Sache für ihn klar. Hier schmeckt etwas anders, als es schmecken sollte. Der Fischexperte konfrontiert den Kellner mit seiner Vermutung, dass es sich hier nicht um eine Seezunge handelt. Das ist hier doch niemals Seezunge auf meinem Teller. Die schmeckt wahrscheinlich bloß ein bisschen anders, weil sie nicht frisch ist, sondern gefroren. Eine erstaunliche Begründung vom Personal. Sören Engelmann reicht es jetzt. Auf Nachfrage bei der Geschäftsleitung kein Interview. Später räumt man schriftlich ein, einen Fehler gemacht zu haben. Die Karte würde sofort geändert. Wir bereiten uns auf unseren zweiten Versuch vor. Diesmal macht uns schon der Preis stutzig. Das würde mich schon interessieren, wie der Gastronom das macht, für 9,90 Euro ein Seezungenfilet anzubieten. Die angebliche Seezunge ähnelt dann auch eher einer Lasagne. Auf Nachfrage von Sören Engelmann, was das denn ist, was hier nicht nach Seezunge aussieht und schon gar nicht danach schmeckt, bekommen wir diesmal eine offene Auskunft. Sören Engelmann darf einen Blick auf die Verpackung in der Küche werfen. Also es ist die pazifische Tropenzunge. Pazifische Tropenzunge, da steckt zwar der Begriff Zunge drin, aber mit dem Edelfisch hat das rein gar nichts zu tun. Denn dahinter verbirgt sich ein deutlich billigerer Fisch aus der Familie der Schollen. Der Chef versucht das Ganze später zu erklären. Das ist auf jeden Fall nicht gezielt Seezunge reingeschrieben, billige Tropenzunge eingekauft und das so verkauft. Das ist einfach sicherlich irgendwann, kann ich nicht genau sagen, einfach mal entstanden durch die Lieferung. Und die wird dann eben nicht so im Detail noch mal geprüft haben. So, super, dass wir das jetzt hier auch mal wirklich live gehört haben, dass es halt keine Seezunge ist, sondern die Tropenzunge und das ist gar keine Seezunge. Hier unterbrechen wir erst einmal die Suche nach dem falschen Fisch. Wir wollen wissen, wie repräsentativ unser Ergebnis ist. Bei unserer Recherche stoßen wir auf unglaubliche Dokumente. Berichte von Kontrollstellen aus verschiedenen Bundesländern zeigen erschreckende Ergebnisse. Stichproben im Gastronomiebereich dokumentieren, dass bis zu 64% aller Fische falsch deklariert waren. Doch das Erstaunliche, es gibt keine Zahlen aus Sachsen. Wir fragen beim zuständigen Landesuntersuchungsamt nach. Dort heißt es, es gäbe keine aktuellen Fälle. Und in der Gastronomie würde man ohnehin nicht kontrollieren. Auf Bundesebene ist man da schon wesentlich weiter. Wir sind verabredet im Max-Rubner-Institut in Hamburg.
Hier baut man gerade im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums eine Gendatenbank auf, um Fischfälschungen hieb- und stichfest nachweisen zu können. Dr. Rehbein hat den Überblick, welches Ausmaß das Geschäft mit dem falschen Fisch inzwischen angenommen hat. Wenn man das global betrachtet, dann sind die Zahlen der falsch deklarierten Erzeugnisse so 20-40% auf der Restaurantebene und Kantinenebene. Dass auf Speisekarten Fische angeboten werden, die man nicht serviert bekommt, das ist das eine. Doch was passiert, wenn wir im Handel einkaufen? Der gut sortierte Stand im Großmarkt. Wir fragen auch hier mit versteckter Kamera nach Seezunge. Aus dem Lager bringt uns die Verkäuferin schließlich etwas ganz Neues. Auf dem Kassenzettel die Bezeichnung Atlantikzunge. Doch was ist das nun wieder? Auf Nachfrage bekommen wir die erstaunliche Auskunft, Atlantikzunge wäre der gesetzlich vorgeschriebene Fachbegriff für Seezunge. Unser Experte hat aber von so einem Fisch noch nie gehört. Und auch in der Datenbank Fishbase keine Spur von einer Atlantikzunge. Kein Eintrag, nur eine weiße Seite. Um rauszubekommen, was wir da wirklich eingekauft haben, fahren wir nach Cuxhaven. In diesem Labor wird anhand von DNA-Proben die Fischart bestimmt. Dann unser Ergebnis. Bei der tiefgefrorenen Probe haben wir mit Sicherheit gefunden, dass es sich nicht um Seezungen, also Solea-Arten, sondern um Hundszungen, Cynodlossidien, handelt. Also da sehen Sie mal so eine Hundszunge. Und das ist eine Seezunge, die wesentlich besser aussieht, meiner Meinung nach, auch wesentlich besser schmeckt und, was vor allem viel wichtiger ist, wesentlich teurer gehandelt wird. Und so werden Fischarten im Handel und der Gastronomie zum Verkaufsschlager, die der Kunde eigentlich gar nicht wollte.